Der Johann Schneider-Ammann hat heute nämlich dürfen, zusammen mit dem Ernst Stocker und weiteren Gästen das neue Ausbildungszentrum für Auto- und Karosserieprüfe der Technischen Fachschule zu Winterthur einweihen. Der Bundesrat war vom rund 19 Millionen teuren Neubau begeistert gewesen. Das ist super gut eingerichtet durch modernste Technologie. Arbeitsplätze, die den Jungen Möglichkeiten bieten, auf höchstem Niveau können ausgebildet zu werden. Eine grosse Investition, eine Investition, die Zukunft bedeutet. Das Projekt ist unter anderem auch vom Kanton Zürich mit 3,3 Millionen Franken unterstützt worden. Für den Ernst Stocker eine sinnvolle Investition. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man wirklich die jungen Leute fördert in der Berufsbildung, weil ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, was wir in diesem Land haben. Ein duales Berufsbildungssystem, das uns auch zu diesem Erfolg geführt hat. 33 verschiedene Berufe, grösstenteils aus der Autobranche, aber auch aus der Gebäudetechnik, werden an der STFW aus- und weitergebildet. Rund 5'500 Lernende können so direkt vom neuen Ausbildungszentrum profitieren. Im Gegensatz vor allem zum Betrieb lehren sie hier branchenübergreifend oder produkteneutral. Also wenn jemand in einer Peugeot-Garage ist, lehrt er natürlich dort vor allem Peugeot kennen. Bei uns lehren sie möglichst eine breite Anzahl Fahrzeuge kennen. Sie lehren auch Sachen kennen, die sie vielleicht in ihrem Betrieb nicht üben können. Und vor allem lehren sie Grundfertigkeiten, die sie nachher sollten, während dem Jahr, wenn sie wieder im Ausbildungsbetrieb sind, sollten sie die Idee vertiefen und immer wieder üben. Dank dem Neubau kann die STFW seit dem August alle Berufe rund um die Automobiltechnik zu Winterthur aus- und weiterbilden.